Mist, schade. Das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Die Anreise zum Alpenmarathon 2016. Wieder Regen. Tja. Aber was soll's, bringt ja nichts. Regensachen an, rauf aufs Bike und auf geht's nach Waging am See zu Traunstein für den Alpenmarathon 2016. Der eine Kaffee länger und das Abwarten am Vormittag hat sich dann doch wohl gelohnt zu Hause, sodass ich die meiste Zeit der Strecke im Trockenen fahren konnte. Bei einer kleinen Pause dann Regensachen runter und den Rest vom Allgäu auf der Anreise bei schönstem Wetter auf der Landstraße genossen. Die Sonne hat sich dann ja doch noch blicken lassen. So erreichten wir also bei strahlendem Wetter mit knapp anderen 300 Bikerinnen und Bikern den Schweizer Hof in Wonneberg. Dieses Hotel ist seit 3 Jahren Ausgangspunkt und Basislager für den Alpenmarathon. Natürlich trafen wir hier auch wieder viele Bekannte, wie zum Beispiel Valentin von Walle on Tour. Hier kann ich euch nur seine Videos im YouTube gerne ans Herz legen. Tolle, spektakuläre Aufnahmen mit der Drohne in den Bergen, auf Motorradtouren, in Sardinien etc. Und natürlich war auch für Benzingespräche am Nachmittag noch genügend Zeit, bevor es am Abend dann zum Briefing ging. Natürlich hat sich im Vergleich zum ersten Alpenmarathon einiges geändert. Vieles ist gleich geblieben. Es ist eine ordentliche Strecke, die zum Fahren ist. Ansonsten haben wir ein bisschen am Radeldraht. Nachdem Ralf von Kurvenkratzer dann alle Fahrerinnen und Fahrer gebrieft hatte, konnte man sich entscheiden, möchte man im Team, wie ich im Team Bluescreen, oder als Einzelfahrer die Strecke starten. Samstagmorgen 6 Uhr ging es dann los. 300, 500 oder 700 Kilometer waren hier zu bewältigen. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber Hut ab an den Wettergott, der uns für diesen Tag ein traumhaftes Motorradwetter beschert hat. In der schönen Morgensonne ging es dann los zum ersten Checkpoint, hier der Grenzübergang in Laufen, anschließend weiter durch Salzburger Land zum Salzburgring, wo sich dann auch der nächste Checkpoint mit Wertungsprüfung befand. Also, erste Aufgabe hier im Salzburgring, wo man eine Handball rausholt. Also, wir müssen aus der Kuschelkiste hier eine 10er, eine 13er und eine 17er Nummer abziehen. So. Aber das ist eine 15er. Hoffentlich die richtigen Muttern im Gepäck, denn die brauchten wir ganz am Schluss bei einer Aufgabe wieder. Ging es dann weiter vom Salzburger Land Richtung Südosten, durchs Salzkammergut vorbei am wunderschönen Wolfgangsee mit herrlichem Blick auf die Schafbergalm und weiter Richtung Dachstein. Vom Salzburgring führte uns die Strecke dann weiter zum Checkpunkt Nummer 3 in die Nähe von Bad Mitterndorf, einer Skiflugschanze. Was gab es allerdings hier zu tun? Der Reihe nach wurde die Lenkerbreite von einem der Jury vermessen und es galt im Abstand von ca. 20 Meter einzuschätzen, ob man durch die dort aufgestellten Holzstöcke passen würde. Für die falsche Antwort gab es dann natürlich Strafpunkte. Nachdem die Übung dann auch erledigt war, ging es dann weiter über den Sölkpass, die Steiermark, Kärnten, Klagenfurt zum Checkpunkt Nummer 4, dem Wurzenpass. We'll be right back.
Und am Ostjacher See ließ sich dann noch ein wunderschönes Seecafé mit herrlichem Ausblick finden, um nach 300 Kilometern und 5 Stunden Fahrt dann noch mal die erste ordentliche Pause einzulegen. Blutzucker wieder aufgefüllt, Koffeinhaushalt reguliert, der Zeitplan ruft, weiter zum Checkpunkt Nummer 4. Ach, guck mal, der Axel. Ja, wir sind immer noch dabei. Hau ruck. So, also. Also ein Innendurchmesser vom alten Panzer. Da müssen wir aber wissen, was das überhaupt für ein Ding ist. So. Also jetzt testen wir so. Man muss sich nur zu helfen wissen. Ja, wir dürfen eigentlich keine Hilfe. Doch, knapp daneben ist auch vorbei, wie sich später herausstellte. Wieder rauf aufs Bike, wollten wir uns aber auf keinen Fall nehmen lassen, noch die extra 100 Kilometer Route über Slowenien zu fahren, um diesen wunderschönen Pass südlich von Kraška Gora mitzunehmen. Hier sehen wir das Gebirge. Nach 13 Stunden merkt man es dann doch so langsam im Hintern. Checkpunkt Nummer 5, Obertauern, war das nächste Ziel. Hier kamen wir kurz vor 7 an. Nachdem uns ein kurzes Gewitter erwischt hatte, wurden wir hier mit einer Wahnsinnsaussicht und sattem Grün belohnt. Trafen Leute wie Enduro oder Lexus bei einem kurzen Schnack, aber vor allem ging es hier darum, Checkpunkt Nummer 5 zu bestätigen. Auf die drei Schrauben bis zum Anschlag und wirklich volles Tempo. Was geht? Absolut vor. Jetzt erst Hände vielleicht ein bisschen warmer. Hier, das ist ja. Das ist recht schrecklich. Hier ist ja raus hier. Ein letzter Gruß in die Kamera für den Endspurt. Jawohl, schade, dass es schon fast vorbei ist. Da, bis hier war es schön. Ja. Jetzt kannst du nur besser so werden. Jetzt kannst du nur besser werden. Da hat er recht. Attacke. So schön der Tag auch war, am Schluss zieht sich's dann doch ein bisschen. Die letzten 150 Kilometer, eine Schauer im Nacken, die andere voraus in Sicht Richtung Ziel. So haben wir uns zwischendrin einfach mal ein bisschen noch mit Motorradballett beschäftigt. Freunde, kommen, auf geht's, die letzten 25 Minuten ins Ziel. Nach 16 Stunden im Sattel, 710 gefahrene Kilometern, erreichten wir dann um 21:45 auch abends wieder den Schweizer Hof. Am nächsten Vormittag, natürlich wieder bei ordentlichem Regen, gab's dann die Siegerehrung mit den Auswertungen der Teamprüfung und das doch etwas verschlafene Entgegennehmen unserer hart verdienten Urkunde. Ich hab mal eine Info. Bist du dir sicher? Da ist die Übergabe. Gratulation, Applaus, bitte Applaus. Mein Fazit nach dem Wochenende: Der Motorrad-Alpenmarathon von Kurvenkratzer, eine super Veranstaltung, jede Menge Spaß gemacht. Ich habe jede Menge neue nette Leute kennengelernt und möchte mich hier an dieser Stelle bei Ralf Schöner und seinem Team für die ganze tolle und viele Arbeit bedanken. Beim Team Bluescreen für den super Tag unterwegs. Ja, natürlich dem Wettergott, weil mehr Glück konnten wir für den Samstag nicht haben mit dem Wetter. Und alle anderen, die mitgemacht haben, fürs unfallfreie Fahren und die gute Kameradschaft vor Ort. Servus, macht's gut, euer GS-Kutscher.